Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zum heutigen Fantasy-Team und Team-Pick'em Prediction-Video. Heute findet das Halbfinale statt, darauf werden wir natürlich auch eingehen, aber erstmal kurz auf das Viertelfinale von gestern. Navi gegen Nip hat wie erwartet gewonnen, war Best of 3, haben sie auch bei der zweiten Map schon gewinnen können, war jetzt auch keine sonderliche Überraschung dabei. Dann Fnatic gegen Astralis, also das war gestern das Schock-Match, ja. Fnatic wurde von Astralis zerstört. Wir gucken mal hier Quarterfinals-Matches, 16-5. Und 16-10, beziehungsweise das war das erste, das zweite Match. Und also Fnatic wurde hier zerstört. Wirklich zerstört. Wenn wir hier gucken, Crims 4-19 Stats. Alter, dafür wird man sogar bei einem Matchmaking geflamed, ja. Also er hat wirklich nicht geliefert. Er hat gestern so schlecht gespielt, der Crims. Zum Glück habe ich den nochmal gewechselt, weil ich glaube, ich habe den sogar am Anfang als Fantasy-Team gehabt. Habe mich aber dann doch für Edward entschieden und das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil sonst hätte ich fast keine Punkte gemacht heute. Beziehungsweise noch gibt es die Punkte gar nicht, denn das letzte Match wurde auf heute verschoben. LG gegen Virtus Pro fand noch gar nicht statt, wurde auf heute verschoben, findet hier davor noch statt. Allerdings bei Fantasy Team zählt das natürlich trotzdem hier dazu. Ja, nicht vergessen. Okay, dann denke ich mal, dass aber LG das gewinnen wird gegen Virtus Pro, sind da einfach deutlich überlegen, das deutlich stärkere Team. Ja, es gab zwar schon viele Überraschungen, aber LG müsste das eigentlich gewinnen. Dann denke ich, beziehungsweise, dass sie dann gegen Liquid spielen werden und da müssten sie, denke ich, auch gewinnen. Das heißt, hier unten, ne, wird mein Pick auch LG sein. Aber was ich euch wirklich empfehle anzugucken, ist Navi gegen Astralis. Guckt euch dieses Game an, Leute, weil das ist das eigentliche Finale, ja. Wer auch immer hier weiterkommen wird, also ich denke mal LG, das Match wird nicht so stark werden wie das Match. Das ist einfach so. Astralis und Navi sind jetzt die beiden stärksten verbleibenden Teams und das Game wird krass. Ist auch Best of 5. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr ein geiles Game sehen wollt. Und das ist meiner Meinung nach, nach der Leistung von Astralis, fast 50-50. Auch wenn die meisten wahrscheinlich Navi vorne sehen werden. Ne? Aber nach der Leistung, die Astralis gestern gezeigt hat, rechne ich Astralis noch deutlich mehr Chancen an, als die meisten Leute vielleicht denken würden. Ne? Und ich würde sagen, es ist 50-50. Aber ich gehe trotzdem Risiko und sage, ich gehe auf Navi und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Nämlich, wir gehen jetzt auf Fantasy-Team ein. Und hier habe ich dreimal Navi gepickt, denn ich muss ein bisschen was riskieren. Ich bin einfach 100 Punkte von der Gold-Trophäe entfernt. Man braucht momentan ungefähr 760, um unter den besten 5% zu sein. Und gestern habe ich auch nicht so gut abgeschnitten, ne? Vor allem dank Crims und JW. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich mal drei Navi-Spieler und hoffe einfach mal, dass Navi ein gutes Spiel hat. Ich hoffe auch, dass es Best of 5 wird. Also, dass es wirklich auch alle 5 Maps gespielt werden und dann Navi auf der 5. Map gewinnt, weil umso mehr Maps, umso mehr Punkte gibt es auch. Und da habe ich dann sogar gesagt, okay, ich nehme sogar einen von Astralis als Eco-Warrior. Es wird wahrscheinlich wirklich viele Ecos geben. Und Dupré ist ein richtig, richtig starker Pistolenspieler. Und deswegen habe ich hier Dupré gesetzt, auch wenn er natürlich gegen Navi spielt. Und ich hoffe, dass er da trotzdem mit den Pistolen ein paar Kills durchrattern wird. Als Clutch-King habe ich FNX genommen. Einfach, weil er auch ja, gute Clutches hingelegt hat, weil er öfters mal defensiver spielt und öfter auch in solche Clutch-Situationen kommt. Das natürlich vorausgesetzt, dass LG auch ins Halbfinale kommt. Ja, sollte jetzt hier Virtus Pro gewinnen, werde ich den Pick noch ändern. Das ist natürlich, ja, ganz klar vorausgesetzt, dass das ja auch passiert. Wenn nicht, dann, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wenn ich da picken werde, da muss ich dann mal gucken. Aber ich glaube eigentlich, dass LG gegen Virtus Pro gewinnen sollte. Und dann war es auch schon mit der heutigen Team Pick'em und Fantasy Team Prediction Challenge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Tschüss und auf Wiedersehen.